Ja, also man hat natürlich sehr viel in der Praxis zu tun, also in den Abteilungen, in die man kommt. Aber das Schöne ist auch, dass man Berufsschule hat, das ist immer blockweise, also dass man zum Beispiel 6 bis 8 Wochen in der Berufsschule ist. Und da lernen wir auch Kollegen aus anderen Städten kennen, zum Beispiel aus Hamburg oder aus Düsseldorf. Dann hat man zusätzlich noch Lehrgänge, in denen man intensiv darauf spezialisiert wird, die Themen kennenzulernen, die als Krankenkasse wichtig sind. Wir bekommen halt viele Sachen beigebracht. Wie arbeiten wir? Wie ist es mit den Kunden zu arbeiten? Einfach der persönliche Kontakt, auch der Bezug zur AOK Rheinland-Hamburg. Genauso wie die Gesetze, die wir kennenlernen. Wir haben ja das Sozialgesetzbuch und das studieren wir quasi im Bildungszentrum in Grevenbruch ist das. Am meisten macht Spaß, dass man jeden Tag was Neues lernt. Und also ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch und deshalb macht mir das auch sehr viel Freude, immer was Neues zu lernen. Und man lernt wirklich immer was Neues, weil sich die Gesetze auch jedes Jahr ändern und gibt viele neue Sachen. Und das macht mir am meisten Spaß. Man sieht ja viele Abteilungen in der Ausbildung und man merkt schon, in jeder Abteilung gibt es so das eigene Team. Aber ich hatte jetzt noch nie das Gefühl irgendwie, dass man nicht dazugehört. Also man wird schnell und gut aufgenommen und man wird auch vor allem in der Ausbildung direkt als ein Kollege wahrgenommen und nicht als Laufmännchen. Das finde ich auch besonders gut an unseren Kollegen. Was ich gemerkt habe in meiner Ausbildung, dass die Teams gut zusammenarbeiten und das fördert natürlich auch die Motivation bei den Auszubildenden mitzumachen und man fühlt sich dann auch als vollwertiges Mitglied oder als vollwertiger Arbeitskollege bei der AOK. Besonders spannend finde ich vor allem in der Kundenberatung, dass einem jeden Tag neue Leute begegnen mit neuen Anliegen und man weiß halt einfach nie, was auf einen zukommt. Jeden Tag ist wirklich etwas anderes. Was spannend ist bei der Arbeit, ist, dass wirklich jeden Tag individuell ist. Also ich bin ja in der Kundenberatung, da kommen wirklich immer andere Kunden und das Schöne ist wirklich daran, dass viele Kunden auch dankbar sind dafür, dass wir ihnen helfen und ihr Anliegen klären, weil es auch wichtige Sachen sind. Ja, das ist besonders spannend. Ein Bewerber sollte auf jeden Fall offen sein. Wir sind zum Beispiel 20 Azubis und man sieht sich immer mal wieder in den Abteilungen. Und man sollte offen für neue Menschen sein, für neue Themengebiete und wer weiß, wo man am Ende in welcher Abteilung ist. Und man sollte sich einfach auf die Sache einlassen und einfach Spaß haben. Ich hoffe, du hast jetzt Lust bekommen, dich bei uns zu bewerben. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann schreib sie doch in unsere Kommentare. Wir freuen uns darauf, sie dir zu beantworten. Und wenn dir unser Video gefallen hat, hinterlass uns doch gerne ein Like und abonniere unseren Kanal. Und hier rechts findest du weitere Azubi-Videos. Und nicht vergessen, bewirb dich jetzt!